Leute, willkommen zurück hier in Moonwood Mill mit Pamina und Darius. Und heute ist auch Darius Geburtstag. Heute wird unser Kleinkind ein Kind. Den rede wie ein Pirater, kann ich direkt mal entfernen, den möchte ich nicht. So. Und ja, das feiern wir also heute. Und es wird jetzt kein super spektakulärer Geburtstag, aber wir werden es natürlich feiern, wir werden eine Party haben. Und ja, ich hoffe, dass sich das Kind dann darüber freuen wird. Könnt vielleicht. Heute ist ein bisschen kälter, vielleicht das mal heute anziehen. Und was frühstücken natürlich. Ja. Und der Kleine schläft noch eine ganze Weile. Also ganz entspannt hier. Genau. Ja, wir hatten ja schon so ein, zwei Dates. Ich weiß gar nicht, hatten wir ein richtiges Date mit Shen oder haben wir uns nur mit ihr getroffen? Ich glaube jedenfalls, dass der Funke nicht ganz übergesprungen ist. Also wir waren ja schon so ein bisschen romantisch mit ihr, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, so richtig war es jetzt halt auch nicht das Wahre mit ihr. Ja, genau, das machen wir gleich. Moment. Deswegen dachte ich, könnten wir vielleicht heute nochmal Shen in der Bibliothek treffen. Da arbeitet sie ja eigentlich. Müsste sie eigentlich sein. Und vielleicht ihr irgendwie sagen, dass wir noch nur befreundet sein wollen. Weil, so. Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch großartig was wird. Aber es war eine schöne Zeit mit ihr. Wir hatten einen schönen Abend in der Bar. Und das ist doch auch nett. So. Genau. Dann kannst du hier mal schön frühstücken. Dann können wir hier mal alles aufräumen, bitte. Nicht nur das da. Genau. Und dann können wir den Kleinen mal umziehen. Vielleicht ist das ein gutes Outfit. Ich mag das Outfit an dem Kleinen. Genau. Und dann können wir ihn auch mal knuddeln. Und dann nochmal hier oben aufs Töpfchen setzen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau, du kannst aufs Töpfchen gehen. Lilly ruft an. Du wirst es nicht glauben, aber Gavin Richards ist ja so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt. Das ist schön. Das ist schön für dich. So. Okay. Ich weiß nicht, ob wir den Kleinen jetzt unbedingt mitnehmen müssen. Ich finde eigentlich nicht. Beziehungsweise, ja, vielleicht können wir ja nochmal Christopher einladen. Kamera fokussieren. Können wir ihn herbeirufen? Nee, aber wir können ihn bestimmt wieder zur Runde hinzufügen. Und dann gehen wir halt einfach zusammen hier runter. Also, so ist es nicht. Es ist halt einfacher. Man, das Ding ist halt, wenn die immer nur in der Nachbarschaft abhängen, aber so weit weg von einem sind, kann man die nicht zu sich herbeirufen, aber man kann sie auch nicht anrufen und dann ist das alles ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Oh mein Gott! Warum sieht die Beziehung zu diesem Hund, also der Baby heißt, so komisch aus? Als hätten wir zwei Anzeigen. Das macht gar keinen Sinn. Aber okay. Aber okay. Okay. Gut. Also, jemand kümmert sich um kleinen Darius, dann können wir in der Zeit in die Bibliothek gehen. Das war die Idee und hoffentlich sehen wir dann auch Shen. Und ja, danach können wir die Party auch langsam vorbereiten. Wir haben einen Plan. Aber ich dachte, wir gehen da erstmal noch so ein bisschen hin. Generell können wir einfach ein bisschen in die Bibliothek gehen, vielleicht können wir auch noch ein, zwei Bücher lesen. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Tag nur mit der Party verbringen. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Aber, ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich zwischendrin vielleicht doch mal wieder die Alterung ausstellen werde. Einfach, weil ich so viele Dinge vorhabe, mir das ja alles ein bisschen zu schnell geht. So, ist Shen denn hier? Oder ist jemand anders heute Bibliothekar? Ja, Quadir ist heute Bibliothekar. Dann würde ich einmal Shen hier einladen. Das Problem ist, wir sind gerade flirty. Das macht natürlich nicht viel Sinn, jetzt sie abzuservieren. Das ist ja nicht wirklich abservieren, aber halt jetzt zu sagen, dass wir einfach nur befreundet sein wollen, aber ja, wir können sie noch mal ein bisschen kennenlernen.
Können Sie mal Ihren Hobbys fragen? Und nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen und Ihren Tag verschönern. Und dann bitten wir Sie mal, nur befreundet zu sein. Bitten nur Freunde zu sein, genau. Hier ist unser neuer Bibliothekar. Cordier, sieht auch nicht schlecht aus. Nicht schlecht. Genau. Und dann lass uns vielleicht einfach nur Freunde sein. Auch wenn es sehr nett war mit dir, Shen. Was wissen wir eigentlich sonst noch von ihr? Ah, sie mag Geige spielen. Sie ist auch kein uninteressanter Sim, bin ich ganz ehrlich. Aber ich wollte halt schon ein bisschen mehr Leute als nur eine, als nur ein Sim daten. Deswegen dachte ich, machen wir das halt ein bisschen anders. So, nach dem Tag fragen und sowas. Genau, und dann können wir noch mal was lesen. Wie wär's mit Jenseits von Groß und Böse vielleicht? Oder der Wolf von nebenan. Das fände ich gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon gelesen haben. Feier den Geburtstag von Darius mit einer wilden Geburtstagsparty. Das machen wir auf jeden Fall. Lass uns vielleicht das eine Buch lesen und dann. Oh, ist das mit Ginger immer noch? Ja, okay, dann vielleicht nicht. Dann möchte ich vielleicht doch lieber was anderes lesen. Der Wolf, der aus der Kälte kam. Wobei kennen wir das nicht auch schon? Ich bin mir gerade echt unsicher, welches Buch wir schon gelesen haben. Vielleicht haben wir auch schon alle gelesen. Das kann halt auch sein. Aber dadurch, dass Pamina ja auch keine Werwölfin ist, kann sie halt auch nicht alles lesen. Oh, da ist jemand aber nicht gut drauf, Damien. Unser Nachbar, den wir auch kennengelernt haben. Den wollte ich eigentlich nachher zur Party einladen, aber wenn es dem nicht so gut geht, vielleicht lieber nicht. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich wollte halt eine Party feiern, wollte einige Sims einladen, aber wenn ich Werwölfe einlade und die wütend werden, zerstören die dann mein Haus? Das muss halt eigentlich auch nicht sein, ne? Wenn wir ehrlich sind, muss halt eigentlich auch nicht sein. Oh, guck mal, Simeon ist hier, den kennen wir ja auch. Nein, danke, nein, danke, Bess. Du hast ja die gleiche Frisur wie wir, aber deswegen traue ich dir noch nicht. Sehe ich überhaupt nicht ein. So, sie lernt halt einfach rein gar nichts von diesem Buch. Gehen wir mal wieder nach Hause. Gehen wir mal einfach wieder zurück. So, genau, wir haben das mit Shen beendet. Ich fühle mich wohl. Fühle mich wohl damit. Wir können vielleicht jemand neuen daten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob heute auf der Party schon irgendwas passiert. Aber ich fühle mich jetzt mit Pamina wieder ein bisschen offener für Neues. Für neue Beziehungen, neue Bekanntschaften. Ja. Ich habe eigentlich schon einen Plan, wie das laufen soll. Mal schauen, ob das so klappt. So, dann können wir mal die Post holen, die Rechnungen bezahlen. Wo ist das Kind? Das Kleine, magst du vielleicht noch mal ein bisschen Nickerchen machen? Und dann könnten wir mal einen Kuchen backen. Wir müssen sogar zwei Kuchen backen am besten. Ich würde nämlich gerne eine Obsttorte backen. Und danach müssen wir natürlich noch mal einen Geburtstagskuchen backen. Aber das ist quasi kochen. Also ja. Matcha-Teekuchen muss eigentlich nicht sein, ne? Kokosnusskuchen finde ich gut. Lass uns das mal machen. Was haben wir eigentlich in der Post bekommen? Nix. Wahrscheinlich nur die Rechnungen. Wahrscheinlich waren da noch Rechnungen drin. Genau. Kann der Kleine mal ein bisschen schlafen? Er scheint ja ziemlich müde zu sein noch. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Und ja. Genau. Dann kannst du hier mal ein bisschen den Geburtstag vorbereiten. Ach, ich mag die Küche hier. Die ist süß. Oh, guck mal, theoretisch könnte man sogar das Fenster öffnen und direkt den Apfel ernten. Auch nicht schlecht. Apropos Apfel ernten, wir haben noch gar nicht wirklich hier uns um den Garten gekümmert heute. Da ist das natürlich ein bisschen schlecht. Das ist schon ein bisschen schlecht. Ah, ja. So. Kann man den noch verzieren oder so? Wahrscheinlich erst später, ne? Als ob das die einzige Theke ist, die du benutzen kannst. Willst du mich gerade verarschen? Als ob du auf der anderen Theke nicht arbeiten könntest. Aber okay, dann halt nicht.
Als ob sie nur da dran arbeiten kann und nicht an der. Ach, oder ist vielleicht da das Regal im Weg? Ah, das kann sein. Na gut. Na gut, dann halt doch. So, okay. Geburtstagskerzen. Wir vielleicht dahin stellen, in der Hoffnung, dass das da vielleicht auch funktioniert. Und dann würde ich jetzt meine Party planen. Gesellschaftliches Ereignis. Und ja, hoffen, dass wir alle Sims einladen können, die ich gerne einladen möchte. Ich schaue einfach mal, ob das klappt. So, Geburtstagsparty. Der Geburtstagssim ist Darius und unsere Gäste sind. Ich wähle hier mal alle aus, die ich auswählen möchte. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, so viele Sims einzuladen in unser kleines Häuschen, aber ich wollte sowohl halt Mirabella und Freya einladen, als halt auch die ganze Layton-Familie, inklusive der kleinen Yuna, mit der sich Darius ja schon angefreundet hat. Genau, Christopher und Wolfgang, halt sowieso die ganze Moonwood-Kollekte wollte ich einladen und Lou auch. Das ist mein Plan. So, und wir feiern bei uns zu Hause. Wo haben wir es? Hier, Familie Esmond. Und zwar jetzt. Das ist der Plan. Gut, dann können wir die Kleinen ja mal runterholen. Kannst sie mal hochheben. Das ist immer ein bisschen weird, wenn so Kleinkinder die Treppen da runterkrabbeln sollen. Ich finde es jedenfalls eigenartig. Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus, dass die beiden hier so rot sind. Das ist. Finde ich schwierig jetzt eher so. Find ich jetzt eher so schwierig. Hatten wir nicht Musik irgendwo? Oder irre ich mich gerade? Nee, wir haben hier Musik. Bisschen Sommerhits vielleicht. Na, da ist klein Esteban. Wolltest du nicht das Kind absetzen? Hallo? Setzen wir mal das Kind ab vielleicht? Hallo? Danke. Oh, das ist Freya. Nach ihrem Tag fragen. Wollen wir vielleicht mal eine Runde bilden? Mit diversen Leuten? Keine Ahnung. Warte mal, wen habe ich denn da? Mit Christopher, mit Wolfgang, mit Lilly, mit Jacob. Dann haben wir zumindest schon mal die Gruppe und dann können wir nämlich zusammen den Sommerhits zuhören und dann wäre das hier nämlich schon mal sehr, sehr gut. Getränke zubereiten wäre wahrscheinlich eher weniger. Oh, du kannst hier mal reden über Superhelden und Klopf-Klopf-Witz erzählen und über Spielzeug. Ja. Sehr gut. Dafür habe ich doch die kleine Yuna eingeladen. Damit sie auch hier ist. Oh mein Gott. Das ist eher nicht so gut. Ah, okay. Hol dir was. Ja, Damian, das kannst du gerne machen. Ich dachte schon, dass du irgendwas hier zerstörst. Holt ihr euch beide was zu essen? Das wär vollkommen okay. Gönnt euch. Oh nein, die gehen jetzt in die Küche, um zu knutschen. Okay, das könnt ihr machen. Ja, genau. Gönn dir ruhig auch ein Stück Kuchen. Der schmeckt bestimmt. Warte, wie ist der von der Qualität? Normal. Okay. Also der schmeckt schon mal nicht schlecht. Warum hört ihr das nicht zusammen zu jetzt? Ah, doch, jetzt. Okay. Erwachsene einen Toast ausbringen lassen. Das wird eher schwieriger sein. Okay. Kannst du vielleicht hier auch ein bisschen tanzen? Das fände ich süß. Oh, Lilis Outfit ist aber süß. Sehr gut. Sehr gut. Also ja, es sind einige Sims, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es sind einige Sims hier, aber ich finde, das funktioniert doch schon ziemlich gut. Wen haben wir hier? Oh, Ford Wuff. Wer zur Hölle ist Ford Wuff? Und warum ist das so süß? Hat das jetzt eigentlich geklappt, dass Lou auch hier ist?
Ich sehe nämlich nicht so. Wie sieht's mit dir aus? Ja, das habe ich schon befürchtet. Ich mache euch alle mal auf Null. So. Hier gibt es keine negativen Startgefühle. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo Lou ist. Kamera fokussieren. Kamera zentrieren. Nope. Will das nicht. So viel dazu, ne? So viel dazu. Aber ja, wollen wir dann vielleicht mal langsam die Kerzen auspusten für unser Kind? Und zwar. Helf mir mal, Darius, die Kerzen auszupusten. Ich bin das gar nicht gewohnt, ne? Dass meine Kinder so schnell älter werden. Also halt, wenn ich jetzt nicht die Ultra-Sim-Challenge spiele, wo sie so schnell wie möglich altern sollen. Aber halt, wenn ich so normal Gameplay spiele, dann bin ich eigentlich immer sehr viel langsamer. Das ist sehr ungewohnt für mich, dass sie jetzt plötzlich so schnell älter werden. Aber ist doch schön. Oh, beide mit ihren lila leuchtenden Augen. Das ist schon auch nicht. Wir haben hier ein Vampirkind, das mit Werwölfen und Magiern feiert. Na. Na. Sehr gut. Was ist los? Bestialische Präsenz. Oh, ja, weil wir hier ein paar Werwölfe um uns herum drumherum haben. Okay. Du kannst hier eigentlich. Weiß gar nicht, die Sims wollen eigentlich gar nicht unbedingt einen Kuchen essen. Yay! Okay, Darius ist älter geworden. Und was könnten wir mit dem Sim machen? Das Kind ist ja ein Vampirkind. Aber an sich sagt das ja nicht viel. Das sagt ja nicht viel über das Kind aus, dass es ein Vampirkind ist. Ich würde schon irgendwie so in so eine kreative Richtung sehen. Vielleicht ist es auch ein Geek. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder es ist halt ein richtig sportliches Kind. Aktiv. Und hat auch das Motorikbestreben. Warum nicht? Warum nicht? Und Vampire können ja auch super schnell werden und sowas. Ja, das kann ich mir vorstellen. Machen wir das. Sehr gut. Oh, und wirst du direkt von Bienen angegriffen. Das ist natürlich. Das ist sehr fies. Das tut mir sehr leid, Darius. Das tut mir sehr leid. Aber wir haben direkt Level 2 eine Motorikfähigkeit erreicht. Na, immerhin. Das ist doch mal was. So, wollen wir vielleicht hier wieder Geburtstagskerzen hinzufügen? Für den Fall, dass wir die lang genug behalten können. Dann kannst du hier auch noch ein Stück nehmen. Und du eigentlich auch. Weil ich nicht weiß, ob uns das dann halt reicht, ne? Weil ich weiß nicht, ob alle Leute sonst schon gegessen haben. Aber dann hätten wir halt Kuchen gegessen. Wäre halt schon gut, ne? Oh, jetzt essen sie das schlechte Brot. Das muss halt eigentlich auch nicht sein. Ist das dein Ernst? Ich habe das extra. Ich habe das extra für mein Kind freigeschaltet. Setz dich doch mal dahin. Setz dich doch mal zu Freya. Eigentlich zu Freya, zu Mirabella. Mehr freundlich vorstellen. Mein Gott, sind das quietschrote Schuhe? Oh. Das Kind muss ich definitiv umstylen. Das sieht nicht okay aus. So, ist jetzt denn Lou hier oder nicht? Das sieht nicht so aus, als ob Lou hier wäre. Und er wird mir halt auch nicht angezeigt. Dann schaue ich einmal an dem Ort, wo er wahrscheinlich abhängt. Nämlich hier. Hier hängt nur Rory ab. Okay. Aber Lou, keine Ahnung. Und das Problem ist halt auch, ich kann ihn nicht einladen. Das ist super weird. Sim-Kommando. Kann ich ihn hierher schicken? Nope. Ja, enttäuschend. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist ein bisschen schade. Dadurch, dass sie eigentlich grundsätzlich immer in der Nachbarschaft rumhängen, kann man sie wieder zu sich einladen und jetzt funktioniert nicht mal mehr das Zentrieren, damit ich ihn zur Gruppe hinzufügen kann.
Das ist alles ein bisschen enttäuschend gerade, weil ich wollte eigentlich Lou auch noch hier auf der Party haben. Ist er halt nicht da, ne? Ist er halt nicht da. Auf jeden Fall könnten wir ja mal Esteban noch so ein bisschen kennenlernen hier danach. Ach, hier ist Lou. Warte, wo ist Lou? Wer von denen ist Lou? Hallo? Ich sehe Lou nicht. Christopher? Mirabella? Jacob? Lily? Wolfgang? Damien? Wo ist denn Lou? Wo? Ist Lou unsichtbar geworden? Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Er ist gleichzeitig da und nicht da. Bin ein bisschen irritiert davon, aber okay. Oh, die spielen da draußen. Oh, wie süß. No. Das ist sehr, sehr niedlich. Vielleicht ist er noch auf dem Weg hierher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das wirkt ein bisschen buggy. Oh, natürlich hasst ihr euch alle direkt wieder. Können wir uns vielleicht versuchen, irgendwie anzufreunden? Stattdessen. Also, ich kann halt, da kann ich mir halt schon vorstellen, weil jetzt sind wir auch ein bisschen älter, dass vielleicht auch Esteban irgendwie negative Dinge über Vampire gehört hat und irgendwie lieber nicht kennenlernen möchte. Aber jetzt zum Beispiel bei den Leuten von der Moonwood-Kommune kann ich es jetzt weniger verstehen. So, genau. Versuchen wir einfach mal so ein bisschen miteinander zu reden und uns anzufreunden und so. Das wäre so ein bisschen mein Plan. Und, was ist los, Wolfgang? Was ist los? Naja, dann lass uns vielleicht demnächst mal mit Lou einfach so ein bisschen abhängen. Oh, er geht jetzt da im Zelt schlafen. Das war gar nicht mein Plan, Kind. Das war gar nicht mein Plan. Es tut mir leid. Ich glaube, ich muss die einmal resetten wegen der Sache mit Lou da oben. Das da. Das sah ein bisschen buggy aus. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, der ist jetzt nicht irgendwie kaputt. So als Sim. Mal schauen. Aber ja, das ist doch eine ganz gut laufende Party, finde ich. Wir können ja auch langsam mal beenden. So. Und ich werde natürlich dem Kind auch ein Kinderzimmer bauen. Dass es nicht im Zelt schlafen muss. Aber ja, bin ein bisschen enttäuscht. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, ich möchte halt Lou hier haben, weil ich möchte gerne Lou als nächstes daten, aber hat jetzt eher nicht so geklappt, würde ich sagen. Hat jetzt eher irgendwie ein bisschen schlechter geklappt. So, wir könnten mal alles verkaufen erstmal heute. Wobei nicht. Nee, nicht. Die Baldrianwurzeln und die Arauen würde ich gerne ernten. Nein. Hör auf. Genau, die beiden ernten bitte. Kannst du die nicht ernten? Doch. Und alles andere bitte verkaufen. Ihr könnt eigentlich ruhig auch nach Hause gehen hier, Kinder, ne? Und dann noch ein bisschen jäten. Sonst müssen wir doch hier alles gießen noch. Genau. Könntest du bitte auch nach Hause gehen, Kind? Du musst halt echt jetzt nicht deine Hausaufgaben hier machen. Danke. Ja. Ach. Oh, ihr scheiß Bienen. Nervt doch nicht so. Bin ein bisschen enttäuscht, dass unser Kind jetzt schon ein Grundschulkind ist, aber so läuft das halt. So läuft das hier halt. Und halt, ne, dadurch werden halt die Interaktionen mit den anderen Charakteren in der Welt nochmal ein bisschen vielfältiger. Wie lange dauert das, bis das Kind älter wird? Ah, okay, das sollte auch eigentlich jederzeit älter werden, Yuna. Das ist ja eigentlich genauso alt wie wir.
Und ja, dann können wir uns mit dem Kind noch weiter anfreunden. Das hasst uns auch nicht. Halt das, ne, das Geschwisterkind hasst uns halt noch. Der Plan ist ja, dass wir uns mit Esteban vielleicht noch ein bisschen anfreunden werden und mal schauen, wie sich das so entwickelt als Vampir in einer Werwolfstadt. Das ist ja sowieso auch eins der Dinge hier gewesen, dass das ja doch ein bisschen herausfordernder sein wird. Aber ja, ich lasse dann mal sie noch ein bisschen hier aufräumen. Und dann würde ich, wie gesagt, ein neues kleines Kinderzimmer hier gestalten. Und müssen wir mal gucken, wie wir das alles hier reinquetschen. Ich glaube, ich werde gar nicht so viel verändern, weil eigentlich passt das hier ja schon ganz gut, auch als Kinderzimmer. Nur so ein paar Sachen anpassen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.